So, warte mal. So, da bin ich. Hallo? Ne? Es ist ein bisschen laut. Ich muss das mal leiser machen. Also, ich möchte Legendary. Euch jetzt meine Dings zeigen, ne? Ich möchte euch jetzt mal meine Örtlichkeit zeigen. Mein Chef hat gesagt, das kommt auch auf diesem... Oh, wie heißt das nochmal? Auf diese YouTube oder so kommt das auch. Da soll ich die Leute grüßen. Also, hallo, YouTube. Ich bin der Uwe. Ich bin der Mitarbeiter des Monats. Und mein Chef hat gesagt, ich soll euch heute mal die Örtlichkeiten zeigen, wo ich arbeite. Ne? So, und wir sind gerade live auf diesem... wie hieß das doch? Twix.tv oder... Twitch.tv. Ne? Und, das ist die Arbeitskleidung, die wir immer tragen müssen. Ne? Schwarzes Hemd und unsere Firmenkrawatte. Ich bin sehr stolz drauf, dass ich die tragen darf. Ne? Und, ja, also, ich zeig euch das mal. Da ist mir aber gerade eingefallen, ich habe noch einen Fehler gemacht. Ich hoffe, das sieht der Chef nicht. Ich muss kurz mal weg, sonst hört man das alles doppelt und das wäre schade. Ich bin sofort wieder da, ne? 2 Sekunden bitte. Wir wollen nicht, dass sich irgendjemand beschwert. So. Also, die 2 Sekunden habe ich bestimmt locker geschafft. Ne, das sollte eigentlich in der in den Regeln drin stehen. 2 Sekunden darf man wegbleiben. Und ja, also was soll ich sagen? Ja, prima. Ne? Ja, genau, ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. So, also... das erstmal hier zum Overlane, ne? Also wie gesagt, das könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. So, kann eine Weile dauern. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ne? So, ich schau einfach mal, ne? So, ich weiß auch nicht, ob mein Chef es mir erlaubt, dass ich öfter zu euch spreche. Das müssen wir... Oh Gott, das Licht, das ist ja so ekelhaft. Wir müssen erstmal schauen, was der Chef dazu sagt, ne? So, also das ist mein Auto, ne? Ich fahre gerne Auto. Auch in der Wüste fahre ich sehr, sehr gerne Auto. Ich bin ein Hobbyzüchter von Stab- und Gespenststrecken und habe mir auch gestern Salzkrebse gekauft, die ich natürlich sehr toll finde, ne? So, das ist mein Wackeldackel. Er heißt Bilbo, ne? Und Bilbo ist ein Kettenraucherhund. Den kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist eine ganz seltene Rasse, ne? Also das hier ist unsere Örtlichkeit. Ja, ich wollte euch das schon mal zeigen. Ich fahre immer dahin. Und ich überlege, ob ich halt zur Arbeit soll oder nicht. Denn es gibt Tage, wo ich halt sehr schlecht aus dem Bett komme, ne? So, das ist also hier, ne? Mein Chef hat gesagt, du Uwe, pass mal auf. Wenn es dir nicht gut geht, kannst halt auch da schlafen. Und ja, ne? Deswegen... bin ich halt auch öfters mal hier, auch damit ich aufpassen kann, dass das alles halt seine Richtigkeit hat, ne? So, ich sehe gerade, ich glaube, ich muss die Kamera mal umschubsen. Ich mache die mal hier unten hin. So. Also, ihr seht jetzt hier praktisch, ne? Ich habe hier auch so Aufgaben von meinem Chef, die muss ich immer dingsen. Ja, pass mal auf und dann zeige ich dir mal, wo das hinkommt. Das ist natürlich... Oh, ich habe vergessen, den Müll wegzupacken. So, guck mal. So macht man das bei uns nämlich auf Arbeit. Ja, ich kann das nämlich richtig gut. Da hat mich der Chef nämlich auch schon gelobt.
Der ist leider daneben gegangen. Ja, ich bin Mitarbeiter des Monats. Ich weiß nicht, was diese Frage schon wieder soll. Also, ganz ehrlich. Ich muss hier erstmal ein bisschen aufräumen, weil, naja, es ist halt so, wie es ist, ne? Ihr kennt es sicherlich. Oh, oh nein, der Pizzakarton. So, also, passt auf. Das hier ist also mein Dings. Ich heb das mal schnell auf, nicht, dass der Chef nämlich beim nächsten Mal rummeckert. So. Muss natürlich alles ordentlich sein, ne? Ich zeige euch jetzt mal die Örtlichkeit. Also das hier ist die Tankstelle. Wir sind noch nicht so lange im Business, ne? Business kennt ihr. Und ich packe das erstmal hier hin. Der Chef hat gesagt, ich muss jetzt ein bisschen ranklotzen. Früher haben wir die Leute ohne Kasse abkassiert, doch jetzt möchte er diesen Raum halt haben. Und deswegen muss ich den erstmal aufräumen. Ihr seht ja, wie das hier aussieht. Das ist halt. Kannst du bitte still sein, wenn ich mit dem Internet rede? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Folge dem Hochspannungskabel und finde einen Weg. Also, das sind keine Aufgaben, die ihr lest. Das sind die SMS von meinem Boss. Ja, der sagt mir, was ich zu tun habe, weil, also, ich habe halt auch so ein paar Probleme und ja, da bin ich halt ganz froh, dass der uns das halt sagt, so, ne? Ihr wisst Bescheid. Seht ihr? SMS erledigt. Ne? So, hier können wir uns in der Pause vergnügen. Ne? Ja, also mein Chef, der ist sehr, sehr freundlich. Was zur Hölle ist das da oben? Entschuldigung, Leute, ich muss kurz gucken, was das da oben ist. Wolf. Damit kann ich leider nichts anfangen. Ich weiß nicht, was sich der Chef damit gedacht hat, hier in der Wüste halt noch eine Zweitfiliale zu eröffnen. Ich kann auch rennen. Hui. Ne? Also das halt, wie gesagt, sind die Örtlichkeiten. Aber ich bekomme gerade einen Anruf. Es tut mir leid, ich muss da kurz rangehen, okay? Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. Also, ich möchte das für euch gleich mal ein bisschen übersetzen, damit ihr auch die Gegebenheiten versteht. Also, herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf und deiner Investition, kleiner Neffe. Also, mein Chef ist halt auch mein Onkel. Der hat gesagt, beweg deinen Hintern, sonst kann ich dir leider nicht weiterhelfen, du faules Stück. Hast dein Abitur gemacht. Und kriegst nichts auf die Reihe. Und ja, ne? Also, naja, was soll ich sagen? Ich pack das erstmal alles hier hin. Ne? Genau das ist diese sogenannte Vetternwirtschaft. Ja, was soll ich sagen, ne? Das sieht ja auch alles so richtig schlimm aus. Ich wünschte, ich hätte einen Mob. War ich Hausmakler. Ich habe Häuser sauber gemacht und sie dann verkauft. Und ja, aber ich dachte mir, hey, ich mach mal einen anderen Berufszweig. Oh nein, wenn das der Chef sieht. So, wir haben eine neue E-Mail. Dann schauen wir mal, was steht denn da? SMS erledigt. Okay, das ist für alle, die das nicht kennen, das hier ist das Internet. Da bekommt man halt so Sachen. Man kann halt auch ein paar Aktualisierungen machen, damit diese ganze Örtlichkeit halt von den Besuchern gut angenommen wird.
Man hat hier Müllsachen und alles Mögliche. Vakuum, das kennt vielleicht der ein oder andere. Das haben auch viele. Viele haben Vakuum im Kopf. Das wird sehr, sehr spät erst bei den Leuten diagnostiziert. Aber ja gut, so ist das nun mal, ne? So, ihr seht halt hier, wir haben auch solche Sachen. Aha. Okay. Ich weiß aber leider nicht, was das bedeutet. So, wir haben eine E-Mail. Ich schau mal hinein. Hallo, Anführungszeichen. Der Dialekt war nie wirklich meine Stärke. Wie auch immer. Ich habe gerade gehört, dass du eine solide Investition getätigt hast. Also wir müssen das halt auf mich machen, weil sonst wegen Finanzamt und so, ihr kennt das vielleicht. Braucht ihr noch jemanden zum Brötchen und Snackverkauf? Wir bräuchten auf jeden Fall eine Kassiererin, wenn du damit Erfahrung hast. Meld dich gerne bei unserem Chef oder bei meinem Chef. Wir sind im Moment nur ein Mitarbeiter, also ich. Deswegen bin ich auch Mitarbeiter des Monats. Wie auch immer, ich habe gehört, dass du eine solide Investition getätigt hast. Schade, dass du deinen Wagen verkaufen musstest. Du hättest mich ja um ein Darlehen bitten können. Das hat der Onkel vorher nicht gesagt, ich schwöre. Ich werde einige Tipps und Tricks zu deinem Vorhaben beisteuern. Meine Rebates werden in regelmäßigen Abständen kommen. So vergiss nicht, Gewinn zu erwirtschaften. Fange mit der Sanierung an, Zapfsäule. Oh, und mach dir keine Sorgen wegen dem Geld für diesen Teil. Wir sind schließlich Familie und was wäre ich für ein Onkel, wenn ich dich nicht helfen würde? Ne? Kannst dich auf meine Hilfe verlassen. Deswegen, also, ne, also die Örtlichkeit läuft über mich. Und ja, alles andere läuft halt über meinen Onkel, wie ihr das halt gesehen habt, ne? So, ich würde gern hier aufräumen, aber irgendwie geht das nicht. Ach, hier, ich habe etwas bekommen. Ich soll den Mini-Bagger besteigen. Ich weiß nicht, was das schon wieder bedeutet. Das klingt sehr nach FSK 18. Ich weiß nicht, mein Onkel hat so ganz, ganz. Er hat doch zu Weihnachten hat er auch immer den Weihnachtsmann gespielt. Und da wollte der auch so immer so, na, ihr wisst halt, ne? So, was ist das denn? Was ist das? Uwe und der sexy Bagger. Ja, also ich mag Rudi tatsächlich, ne? Das hier ist also Rudi. Ich nenne sie auch den dampfenden Kessel, denn unter ihrer Haube ist es manchmal ganz schön heiß. So. Also, ich fahre jetzt mit Rudi und muss Zapfsäule irgendwas. Oh nein, ich habe leider keinen Kraftstoff mehr. Was ist da denn passiert? Schauen wir mal. So, ich muss leider auch immer so viel laufen. Das habe ich meinem Onkel schon gesagt. Aber das interessiert ihn halt nicht, ne? So, schauen wir mal. Habe ich jetzt schon? Ach so, nein. L1 muss ich drücken für den Kanister. Okay, ich habe den Kanister. So, ich hoffe, das wird. So, jetzt habe ich hier einen vollen Kanister. Bei den Benzinpreisen sind wir die günstigsten in der Gegend. Und ja, deswegen kommen die Leute auch gerne zu uns. So, jetzt muss ich erstmal schauen wieder. So. Also, die dampfende Rudi, genau. So, jetzt muss ich das leider erstmal wegmachen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. So, lasst uns doch mal gemeinsam schauen. Okay, so funktioniert das nicht. Wir sollen Kreis drücken zum Aufheben. Okay, das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Ich habe auch einen Baggerschein. Ne? Ich kann halt also die heiße Rudi baggern. Ne? Oder auch mal ein hübsches Mädel. Ne, man weiß ja nicht. Sehr recht herzlichen Dank für diesen Einhorn-Sticker.
Da freut sich der Chef, wenn das hier funktioniert. So, wir schauen mal. Oh nein. Also, ihr könnt jetzt mir praktisch beim Arbeiten zuschauen. Oh nein, ich soll die Tankstelle öffnen. Ich bin noch gar nicht bereit dafür. Gib mir mal einen kurzen Moment. Okay. Warnung. Setzt alle. Was? Open. Also das Bowl heißt es, ne? Aber das ist halt ein anderer Name. Du kannst die Tankstelle jederzeit öffnen und schließen. Nutze die freie Zeit, um die Tankstelle zu organisieren und andere Aktivitäten zu erledigen. Rechts neben dem Hebel. Okay, alles klar, danke.